375 Gramm Dinkelmehl, 225 Gramm Maismehl, eine Prise Salz, ein Päckchen Backpulver, 480 Milliliter Milch, 110 Gramm flüssige Butter, zwei Eier vorher miteinander verrührt, in eine eckige Backform geben. So. Ich habe es jetzt noch mit Oliven und getrockneten Tomaten belegt. Wer möchte, kann geriebenen Käse drüber hauen. Ich lasse den jetzt mal weg, weil ich Butter drin habe. Und ich habe ja im Moment, muss ja ein bisschen auf meine Ernährung aufpassen. Aber man kann das auch noch mit Käse bestreuen. Kann natürlich das auch ohne die Zutaten backen. Aber jetzt sind halt nur Oliven und trockene Tomaten mit drauf. Und jetzt ist es bei, kommt es bei 180 Grad. 45 Minuten ins Backrohr.